weil sie enigmatisch, schön, exotisch und betörend war, würde sie sich als Botschafterin, als Promotorin meiner absurden Theorien gut geeignet haben. Aber weil schön und lebendig und bewegt und immer den Moment nicht verpassend und der einzigen Weisheit des Lebbaren, nämlich dem Leben selbst, verschworen als der einzige Vertrag, der allen Frauen zu Pass kommt und alle sonstigen Strategiespiele nur Pakte sein können, zeitweiliger Art, wäre es unsinnig gewesen, ihr ihre Lebensweisheit umdrehen zu wollen und diese als aus anderer Sicht dumm, befangen, unwissend, eben nur heraklitianisch vorhalten zu wollen. Auch wenn das Skandalöse daran vielleicht, wenn eine Frau einmal sich auf die andere Seite schlüge, doch Furore hätte machen können und zu Berühmtheit und Berüchtigtheit und Einfluss und Reichtum und so weiter, siehe den Film von Annie Lennox gestern, führen könnte. Und nicht das übliche subversive, antipatriarchale, antiparmenidiadische, antivertragsverhalten, das alle langweilt, weil man schon weiß, welchem Konstrukt und welchem Gesetz die Frauen unterliegen, sondern mal was Neues zu bringen. Die Subversion der Subversion wäre angesagt. Ich kenne nur wenige, die diesen Aspekt auch berücksichtigen in ihren Strategieplanungen. Deneuve zum Beispiel hinsichtlich MeToo, Marguerite Duras und andere, die den simplen, kontradiktorischen Widerspruch, Widerstarrigkeit, Kontraposition, Kampfes, Punkt, Punkt, Punkt,